Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen des Monats. Bevor wir anfangen, noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder eine Verlosung gibt. Schaut euch dazu bitte das ganze Video an, mehr dazu am Schluss. Die Sterne versprechen für euch einen sexy Monat. Lebensfreude, Leichtigkeit und Kreativität sind großgeschrieben. Heiße Affären warten auf Singles. Festliierte sollten sich was für ihren Schatz einfallen lassen. Schützen der dritten Dekade spüren allerdings noch den lähmenden Einfluss von Saturn. Und kommen wir damit zum Erlebnishintergrund für euch, zu den länger wirkenden Aspekten. Also, wie gesagt, die dritte Dekade steht weiterhin hier unter dem Einfluss von Saturn. Ihr kennt das ja schon, es steht ja schon eine ganze Weile in eurem Zeichen. Ist immer viel Stress und Verantwortung. Aber für alle diejenigen, die vielleicht stöhnen, weil es langsam vorangeht, weil es schwierig ist, es ist so ein bisschen, als würde man vom Kosmos so Gewichte aufgepackt bekommen. Und wenn man dann seine Aufgaben löst, hat man dann eben auch Muskeln dazu gewonnen. Also Saturn macht euch auf die Dauer stark. Deswegen, welche Verantwortung, welche Herausforderung es auch immer ist, es lohnt sich auf jeden Fall, sich der Sache zu stellen und sie geduldig in einer Politik der kleinen Schritte zu lösen. Denn langfristig ist das sehr aufbauend und langfristig habt ihr dann auch Erfolge davon. Es ist halt ein hartes kosmisches Training, was der Saturn euch da auferlegt. Genau, und es ist eben auch mit Verantwortung verbunden. Das heißt, für manche sind es eben Familienmitglieder. Das ist hier auch das Quadrat zu Neptun, könnte darauf hindeuten, dass ihr vielleicht Verantwortung übernehmen müsst für jemanden, der geschwächt ist, der krank ist oder eure Hilfe braucht. Oder es ist eben eine berufliche Verantwortung. Ist auf jeden Fall anstrengend. Müsst ihr irgendwie mit leben, aber ich denke mal, die Liebesenergie ist so gut, dass ihr trotzdem Spaß haben werdet. Den Saturn spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 16. bis 21. Dezember. Dann habt ihr ja hier die beiden Planeten, die hier für dieses gewaltige kosmische Prickeln jetzt sorgen, nämlich Jupiter, euren Herrscherplaneten, und Erneuerer Uranus, beide im günstigen Aspekt zur Schützesonne stehen. Also die sorgen dafür, dass es wirklich enorm prickelt. Und das Ganze hier, dieses ganze Planetenkonglomerat bei euch im fünften Haus verspricht eben auch viel Lebensfreude und auch guten Sex. Und das spüren diesen Monat besonders, also den Einfluss von beiden Planeten, die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und 17. Dezember Geburtstag haben. Das Neptun-Quadrat wirkt besonders auf diejenigen ein, die zwischen dem 1. und 6. Dezember Geburtstag haben. Und das ist einerseits eben dieses, dass ihr vielleicht helfen müsst, dass ihr was opfern müsst, dass ihr von euch selbst absehen müsst, um für andere da zu sein. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, dass es sehr wichtig ist, klare Abmachungen zu treffen, nicht Versprechungen zu machen, die man nicht halten kann. Denn sonst kann es eben zur Enttäuschung kommen, zu Heimlichkeiten. Es kann auch heißen, dass man bei der Liebe in einer Dreiecksbeziehung aus Versehen landet, entweder weil ihr selber vielleicht da noch jemanden habt und das verschweigt oder ja das Gegenüber. Also da ist echt Ehrlichkeit und Offenheit angesagt. Sonst führt das auf die Dauer doch zu Querelen und Enttäuschungen. Genau, und dann ist noch sehr wichtig diesen Monat die Konjunktion mit Lilith. Lilith ist ja jetzt in den Schützen gegangen. Und das ist im Prinzip sehr, sehr prickelnd einmal, weil das regt die Lust an, sich auf Affären einzulassen, sich auszuprobieren, auch sexuell sich auszuprobieren. Gerade auch für Schütze Frauen ist das sehr spannend, denn sie werden mit Themen, die ihre Weiblichkeit betreffen, konfrontiert. Also die innere Göttin sozusagen erwacht. Ja? Das ist nicht immer lustig. Denn wenn man in seinem Leben vielleicht sich verleugnen musste, ne, oder sich in seiner Weiblichkeit verleugnen musste oder dass es da vielleicht Konflikte drum gab, dann wird das jetzt von der Lilith hochgebracht ins Bewusstsein. Da muss man sich damit auseinandersetzen. Diejenigen, die mit sich im Reinen sind, auch mit ihrer Weiblichkeit und allem, was dazugehört, für die dürfte das ein durchaus lustvoller Aspekt sein. Und auch eine starke Ausstrahlung mit sich bringen. Und für Schütze Männer heißt es, dass sie sich von geheimnisvollen, kratzbürstigen Frauen, die auch ihr inneres Frauenbild irgendwie ankratzen und provozieren, sehr angezogen fühlen.
Kann auch sein, dass wenn ihr diese Lilith jetzt im Schützen auf der Sonne habt oder auch am Aszendenten, dass ihr vielleicht provozierend wirkt. Damit müsst ihr auch leben, weil Lilith auch manchmal diese verdrängten Anteile in anderen dann irgendwie anklingen lässt. Und wenn die damit nicht fertig werden oder nicht so reflektiert sind, dann können die das auf euch projizieren und dann sollt ihr da plötzlich dran schuld sein. Dabei habt ihr bloß eine Seite zum Klingen gebracht in den anderen, die denen unangenehm ist. Da müsst ihr dann halt genau unterscheiden, ne? Das dürft ihr natürlich nicht auf euch sitzen lassen. Das ist wichtig. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Und das spüren diesen Monat auf der Sonne besonders diejenigen, die zwischen dem 23. und 30. November Geburtstag haben. Okay, damit zu den aktuellen Konstellationen für euch dieses Monats. Schauen wir erst noch mal auf den Neumond vom 26. Februar. Der gibt ja das Thema vor. Der spielt sich jetzt für euch im Haus der Familie ab. Und damit werden Familienthemen und auch die Sorge vielleicht um Familienmitglieder angesprochen. Also das kann euch jetzt dann den ganzen Monat doch irgendwie beschäftigen. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Wenn es im Geburtshoroskop in ein anderes Haus fällt, dann ist es aber auf jeden Fall in Spannung zur Schützesonne. Also es ist eine Spannung da zwischen Leuten, die was von euch wollen und die vielleicht auch Hilfe von euch brauchen. Und auch das Thema Täuschung und Enttäuschung ist davon angesprochen. Denkt mal diesen Monat drüber nach, wo ihr vielleicht in Zukunft ehrlicher sein könnt, zu euch selber in erster Linie, aber auch zu anderen, um eben zu vermeiden, dass es zu Enttäuschungen kommt. Ist ein wichtiges Thema. Genau. Ansonsten startet der Monat eben mit vielen erfreulichen Konstellationen. Venus und Mars, die beiden Liebesplaneten, stehen bei euch im Bereich von Lebensfreude und Sexualität im Sonnenhaus, fünften Sonnenhaus, ist top und in einem Top-Aspekt zur Schützesonne. Also, das ist schon sehr, sehr prickelnd. Das heißt, egal was es für Schwierigkeiten gibt, ihr werdet sicherlich auch viel Spaß haben. Aber wie ich auch in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe, Spaß haben ist das eine, aber dabei eben Leute verletzen, weil man vielleicht nicht ehrlich ist, ist das andere, ne? Also, das könnte bei euch passieren und da müsst ihr besonders drauf achten, bitte. Und natürlich kann es euch auch passieren, dass ihr eben in einer Beziehung landet, wo dann einer sagt, und jetzt gehe ich wieder zurück zu meiner Freundin. Und das wäre natürlich dann auch schade. Deswegen versucht da gleich mit offenen Karten zu spielen. Genau. Ja, dann am 3. Nee, das war ja der erste hier. Entschuldigung, erster. Haben wir eben all diese Planeten hier für euch super schön stehen. Könnt ihr gar nicht meckern. Und am Wochenende 4. und 5. sind gleich zwei Top-Tage für euch, wobei am 4. eben auch die Venus rückläufig wird. Das heißt, die bleibt euch besonders lange in diesem Bereich erhalten und lässt es da schön prickeln für euch. Und gleichzeitig ist es auch ein Top-Tag, weil der Mond bei euch im Partnerhaus ist. Aktiviert allerdings am 4. auch die Lilith, ne? Also alle, die vielleicht irgendwie mal was darüber erfahren wollen, wie sich das anfühlt, achtet mal am 4. drauf. Auf diese Themen, die ich vorhin beschrieben habe, die werden dann von dem Mond aktiviert. Vielleicht begegnet ihr auch jemand, der euch damit konfrontiert. Und am 5. ist es eben auch noch schön, ist der Mond auch noch in einer guten Aspektierung zur Schützesonne und aktiviert das Partnerschaftsthema. Genau. Und die rückläufige Venus, die läuft ja dann auf 13 Grad Widder zurück. Also alle von diejenigen Schützegeborenen der ersten. Der zweiten Dekade merken es zuerst bis zum 16. März und dann bis Ende des Monats dann die erste Dekade Schütze bekommt dann eben dieses Trigon, also diesen Harmonieaspekt von der Venus. Das heißt, für euch steht diese Venus-Konstellation in Harmonie und dürfte einen Zuwachs an Liebesgelegenheiten bringen. Dann haben wir, ach so, und der Mars, der wandert Anfang des Monats noch durch die letzte Dekade Schütze und versorgt euch mit einem Trigon und einer schönen Energie für viel guten Sex. Und dann haben wir am 9. wieder einen Top-Tag für euch. Mond im Löwen ist natürlich super für Schützegeborene und löst die Venus aus. Alles in einem wunderbaren Aspekt zu eurer Sonne. Dürfte also ein echt prima Tag werden. Ist ein Donnerstag. Könnt ihr euch ja merken. Und dann ändert sich die Energie am 10., wenn der Mars das Zeichen wechselt. Der geht dann raus bei euch aus dem 5. Haus und geht ins Haus der Berufsgeschichten rein. Könnte also sein, dass da mehr Energie dann in den Job reingeht für euch. Aber die Venus ist euch ja dann immer noch da erhalten und Uranus ja auch auf lange Zeit. Das bedeutet weiterhin sehr viele prickelnde Ideen und schöne Ideen, was man alles in der Erotik anstellen könnte.
Genau, dann haben wir den Vollmond am 12. Der ist für euch auf der Achse Familie und Beruf. Also dieser Vollmond könnte vielleicht ein Schlaglicht drauf werfen, wie ihr besser die Balance finden könnt zwischen diesen Familienverpflichtungen, die ja angezeigt sind, und euren persönlichen oder auch euren beruflichen Zielen. Vielleicht habt ihr da eine Idee zu um den Vollmond rum. Der 13. ist dann wieder ein Top-Tag für euch. Mond in der Waage, das ist ja sowieso eine Top-Mondstellung und glücklicherweise eben im guten Aspekt zu euch. Das Haus der Freundschaft ist ja ohnehin gut bestrahlt für die Schützen und wird jetzt durch den Mond aktiviert. Ist also vielleicht ein guter Tag, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Und dann am 13. geht auch der Merkur für euch ins 5. Haus, regt eure Kreativität an und eure Ideen. Gefolgt von der Sonne, wenn die in den Widder geht, geht sie halt auch in euer 5. Haus und in einen super Aspekt zur Schütze-Sonne. Also der Monat April fängt dann ziemlich gut an für euch und solange die Sonne im Widder steht, versorgt sie euch also mit einer super schönen Vitalenergie. Und dann beginnt diese kritische Phase am 24. Da gehört ihr aber auch zu denjenigen, für die es nicht ganz so kritisch ist, weil es sich bei euch nicht in so schwierigen Bereichen abspielt und weil ihr zwei der Planeten im guten Aspekt zu eurer Sonne habt. Also gehört ihr jetzt auch wieder zu denjenigen, die ausgleichen können, die vermitteln können, die vielleicht anderen helfen können, die da mehr in der Zwickmühle sind. Es kann zu Krisen um Geld und Freundschaft führen, kommen, weil der Pluto steht bei euch im Geldhaus. Und wenn das also auf euch zutrifft, auch eben gerade für die Schütze-Aszendenten, dann könnten sich hier Konflikte ergeben, vielleicht weil man im Freundeskreis Runden schmeißt, obwohl man sich's gar nicht leisten kann, oder weil man einem Freund Geld geliehen hat und sieht keine Chance, es zurückzukriegen. Aber euch fällt eben auch viel Kreatives ein dazu. Und solltet ihr selber betroffen sein und vielleicht derjenige sein, der die Krise ausgelöst hat, dann habt ihr aber eben diesen Charme und diese guten Ideen, dass man euch nicht so wirklich böse sein kann. Und ich denke mal, bemüht euch einfach um eine kreative Lösung. Da geht bestimmt was. Genau. Am 28. ist ja dann der Neumond und das ist auch gleichzeitig ein Top-Tag für euch, wenn der Mond auch im Widder steht und dann wieder diese ganze Kreativitäts- und Erotik-Konstellation für euch auslöst. Sicherlich gut, um sich diesem Thema zu widmen. Ist zwar ein Dienstag, aber vielleicht kann man sich da doch mal ein paar Stunden Zeit nehmen, um sich zwischen den Laken zu kuscheln oder auch draußen. Nee, draußen ist vielleicht noch zu kalt, aber Schützen wollen ja auch immer noch was anderes erleben als nur im Bett. Also eure Kreativität würde ich da mal freien Lauf lassen, weil da sind ja so viele Planeten bei euch, da ist so viel los. Und es ist eben auch der Neumond, das heißt, in den kommenden 4 Wochen geht es für euch auch um das Thema Lebensfreude und Kreativität, um die Sexualität und dass ihr darüber vielleicht einfach mal nachdenkt, meditiert dann um den 28. um, wie ihr das in den nächsten Wochen gestalten wollt. Sex und Lebensfreude habe ich mir aufgeschrieben für den Neumond. Genau, das ist euer Thema. Und dann gesellt sich auch noch der Merkur dazu, der geht ja dann auch noch. Nein, das stimmt nicht. Der Merkur geht dann raus aus eurem 5. Haus und geht dann auch ins 6. Haus. Also trotz Sex und Lebensfreude ist doch auch einiges an Energie im April dann in eurer Jobsituation. Ja, da werdet ihr auch einiges zu tun kriegen. Genau. Ja, meine Lieben, soweit also eure Konstellationen im März. Ist doch alles recht vielversprechend. Und guckt euch aber auch auf jeden Fall auch nochmal die kosmische Schwingung an. Da habe ich auch so ein bisschen über die Psychologie geredet. Aber ich habe es ja auch hier erwähnt. Es ist immer wieder das Thema, dass man keine falschen Versprechungen macht, dass man ehrlich ist, dass man mit offenen Karten spielt. Ne? Und dass man sich, wenn man sich sagt, ich will nur Spaß haben, das kann sehr gut sein bei euch in diesem Monat mit diesen Konstellationen, dass ihr darüber dann aber auch ehrlich seid. Ne? Dass nicht vielleicht jemand anders sich in euch verliebt und ihr habt es gar nicht so gemeint, wolltet nur Spaß haben. Also das würde ich alles vorher klären. Ja? Okay, ihr wisst ja, euer Geburtshoroskop ist mehr als nur das Sternzeichen. Wenn ihr also wissen wollt, wo habt ihr noch Planeten stehen, vielleicht in Brennpunktpositionen, dann wäre das die Gelegenheit, mal eine Beratung bei mir zu buchen. Auf meiner Webseite unter Beratung findet ihr da alles drüber, was ihr braucht. Und ihr könnt auch mich auf meiner Hotline anrufen und dafür euch vorher bitte über das Kundentelefon bei mir melden. Die Nummer steht im Schlussbild oder auch unten in der Videobeschreibung und dann können wir kurzfristig einen Termin vereinbaren und ich gebe euch dann die Hotline-Nummer. Ja, oder ihr gewinnt einfach eine Beratung. 15 Minuten verlose ich diesen Monat wieder für alle, die meinen Kanal abonnieren.
und oder auch abonniert haben schon und mir eine schöne, nette, konstruktive, interessante, fröhliche Nachricht hinterlassen. Wenn ihr da mitmacht, dann seid ihr automatisch in der Verlosung mit drin. Und alle, die sich für Astrologie interessieren, für die ist vielleicht interessant, dass es am 11. und 12. März wieder einen Workshop von bei mir gibt, also Webinar. Ist Teil meiner Astrologieausbildung, aber Fortgeschrittene können natürlich auch jederzeit einsteigen. Da wird es um das Synastrie und das Kombinhoroskop gehen, also die Partnerschaftsastrologie, wie man die erstellt und richtig deutet. Vielleicht habt ihr da ja Spaß dran. Alle Infos gibt es sonst auf meiner Webseite www.antonialangsdorf.com und weitere Hinweise und Adressen findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit wünsche ich euch jetzt alles Gute mit den Sternen.